Hallo, liebe Zuschauer, wir melden uns hier heute Abend von Michael Taubert und der sitzt auch gleich neben mir und daneben dann der nächste Michael mit dem Michael Kobes. Und Sie haben es gerade schon im Bild gesehen, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Der Spielmannszug hat in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Und Michael Taubert ist der erste Vorsitzende des Spielmannszuges und Michael Kobes der zweite Vorsitzende oder Stellvertreter. Und wenn so ein Jubiläum ansteht, dann fragt man natürlich Michael erstmal nach der Historie. 90 Jahre Spielmannszug ist eine lange Zeit, ist eine Menge passiert. Viel erlebt. 1924 gegründet. Fing es an aus dem Mandalinenclub damals und dann hat sich das stetig weiterentwickelt. Bis zum heutigen Spielmannszug. Genau. Könnt ihr einige Etappen in dieser Zeit nennen? Was waren dort vielleicht Meilensteine? Ich meine, zwischendurch haben wir Kriege gesehen und die Gründung einer Bundesrepublik und naja, und der Spielmannszug war immer irgendwo mit dabei. 1948 nach dem Krieg ging es weiter. In Oberniersdorf beim ersten Schützenfest und seitdem sind wir da präsent. Und dann ständig, wie gesagt, durch Ausbildung, Noten. Ausbildung kam später hinzu. Und dann ist das so gewachsen. Kannst du wohl so einschätzen, wie sich die Mitgliederentwicklung seitdem gegeben hat? Du hast gesagt, es war mal ein Mandolinenclub und heute sind ein paar mehr dabei. Ja, das fing mit 5, 6 Leuten an. Und heute sind wir 43 Aktive und zahlreiche Fördernde mit Gott sei Dank stetig steigender Zahl. Das hört sich doch gut an. Ihr habt auch eine Menge vor, denn am 18.10. steigt die große Fete. Was passiert da? Ja, wir laden alle recht herzlich ein zum 90-jährigen Bestehen. Es beginnt mit einem Kommers für die geladenen Gäste und wo dann Gegebenheit ist zum Gratulieren. Und um 19:15 beginnt das Konzert, den wir mit dem Spielmannszug Sande begehen, mit dem wir seit 20 Jahren befreundet sind. Und das geht in zwei Hälften. Und nach dem Konzert ist dann, haben wir den Christoph Rose, den Diskjockey, arrangieren können, am besten am Platze. Und dann beginnt das Oktoberfest. Gut, kommen wir vielleicht noch mal vorher ein bisschen zu dem Konzert. Vielleicht sagt Michael dann ein bisschen was dazu, denn das ist nicht so ganz üblich, dass zwei Spielmannszüge zusammen ein Konzert geben. Wie ist das entstanden? Ja, also das war so circa vor 20 Jahren, wo einige Mitglieder von uns den D-Lehrgang besucht haben, wo dann auch hier einige Spielleute von Spielmatto Sande da waren und da ist das eigentlich im Endeffekt entstanden, so eine Freundschaft von Jahren hinaus, wo wir mal zusammen geprobt haben und da war vor circa ein Jahr, wo wir dann überlegt haben, was machen wir jetzt zum 90-jährigen Jubiläum, wir machen ein Konzert, ja, da könnten wir doch eigentlich mal den Spielmatto Sande fragen, ob die nicht Lust hätten, mit uns dieses Konzert zusammen zu gestalten, Jan, so ist das eigentlich entstanden. Also, sag ich mal, aus einer jetzt schon fast eine 20-jährigen Freundschaft. Also auch ein kleines Jubiläum, was dann innerhalb des großen Jubiläums dann zu feiern ist. Und ich habe gerade gehört, ihr habt da auch nichts dem Zufall überlassen und nicht einfach gesagt, liebe Sander, kommt zu uns, wir spielen ein bisschen zusammen, sondern ihr seid vorher ein bisschen wohin gegangen und habt geprobt. Ja, das machen wir jetzt schon, kann man sagen, über Wochen. Also, dass wir dann mal nach Sande fahren, die kommen nach uns. Letzten Samstag haben wir einen ganzen Probetag gemacht, also von 10 bis 18 Uhr geprobt. Ja, jetzt geht's Wochenende, machen wir jetzt nochmal 2 Tage Proben, Freitag und Samstag und dann geht's zur Generalprobe und dann hoffen wir, dass alles glatt geht. Und im April hatten wir das Probewochenende in Altgannersheim. Ja, genau. Das war da sind wir nach Altgannersheim gefahren mit dem Spielmannszug Sande. Und also das war einfach nur klasse. Also wir sind gut drauf vorbereitet, muss man so sagen. Ja, wenn ich höre, dass das sogar quasi in 2 Abschnitte geteilt wird, dann sind es ja auch nicht mal eben nur 3 Stücke. Darf man schon verraten, welche Stücke ihr so im Petto habt, was ihr da spielen wollt? Oder soll man sich einfach als Gast mal überraschen lassen? Ja, ich kann ja schon mal sagen, also es ist für jeden was dabei. Von deutscher Schlager bis zum Walzer, Polka und Märsche. Also
für jeden was dabei. Also es lohnt sich zu kommen. Auf jeden Fall. Das hört sich doch gut an und dann denke ich, bleibt uns zu sagen, ne, ladet mal kräftig ein, hört mal die Werbetrommel hier bei uns. Ja, alle Zuhörer, herzlich willkommen zum 18. Oktober zum 90-jährigen Vereinsbestehen. Wir freuen uns. 18.10., wann fängt es an? Ich glaube, eine Uhrzeit haben wir gerade noch nicht genannt. Das Konzert beginnt um 19.45 Uhr. Ab wann wäre dann quasi Einlass? Ab 19 Uhr geht das los. Und dann kann man schon mal vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen und in Vorfreude auf euer Konzert und dann geht's los. Ja, genau. Wir freuen uns ja. Auf euch, genau. Gut, dann bedanke ich mich für euer Interview hier und uns bleibt euch ein schönes Jubiläum zu wünschen und dass es so verläuft, wie ihr euch das vorstellt und dass ihr den ganzen Abend richtig viel Spaß haben werdet. Danke sehr. Da gehen wir von aus. Dankeschön. Danke.